mission at hand. You are being deployed ahead of the main effort to covertly scout for targets. This intel will give us the upper hand when the rest of the Mew makes landfall. Once on the ground, you'll split into fire teams and begin your recon. Command, callsign Crossroad, needs detailed intel on enemy composition in the area without alerting the enemy. This means no heavy use of drones, planes, or helicopters. Hoppla. I need you to keep a low profile. If you identify any high-value targets, fire support will be provided with long-range standoff munitions. However, your primary objective is still to gather intelligence without being detected. Your squad will be inserted at LZ Boston. From there, you'll have freedom of movement within your designated AO. We're looking for anything of strategic value. Checkpoints, fobs, large concentrations of enemy units, and similar targets. Once your reconnaissance is complete, proceed to the rally point and be ready to assist when the main effort makes landfall. This is a no-fail mission. Our success depends on the intel you gather. Get your shit, get to the boats, and move out. And Marines, give them hell. Ja, ich sag jetzt mal, willkommen zu Arma 3, dem neuen DLC Excavation irgendwas. Wie heißt das DLC? Keine Ahnung. Das neue halt, ne? Kopf kann ich nicht bewegen. Tut sich gerade noch nichts. Wir sind also Marines. Wir werden jetzt auf Altes abgesetzt. Ich glaube, war Altes. Und müssen Informationen sammeln, damit die Hauptstreitmacht auf Altes landen kann. Bin jetzt mal gespannt, was wir machen müssen. Ist auf jeden Fall dunkel. Die Kollegen haben Nachtsichtgeräte an. Ja. Von außen, ja, man kann jetzt halt nicht viel erkennen, ne? Nein. Man kann auch nicht wirklich irgendwas drücken. Aber es scheint jetzt, dass es losgeht. Ja. Einsatzbeginn. Ein Aufklärungstrim der Marines, der Invasionsstreitmacht vorausgeschickt, um verdeckt nach möglichen Zielen zu suchen. Also, hier steht das nochmal. Situation. Das 29. MEU wurde beauftragt, die westlichen Regionen Altes zu sichern. Also, das hier. Ne? Briefing da. In wenigen Stunden wird ein umfassender amphibischer Angriff vollzogen, um zwei Ziele zu erfüllen. Feindliche AAF-Einheiten müssen davon abgehalten werden, sich nach Osten zurückzuziehen, und das Dorf Kavala muss gesichert werden. Wir haben keinerlei Informationen zur Anzahl der Positionen der feindlichen Truppen, aber wir müssen davon ausgehen, dass die AAF nach all den Jahren im Bürgerkrieg gut ausgerüstet und ausgebildet und organisiert sind. Außerdem genießen sie den Heimvorteil. Mission. Ihr seid einer von drei Trupps aus dem Aufklärungszug, der im Vorfeld der Invasion eingesetzt wird. Wenn ihr angelandet seid,
werdet ihr euch in kleinere Feuerteams aufteilen und nach möglichen Zielen suchen. Das Kommandoelement Rufzeichen Crossroad möchte wissen, mit welcher Art Widerstand wir vor Ort rechnen können. Dabei dürfen wir den Feind jedoch nicht frühzeitig in Alarmbereitschaft versetzen. Also steht der Einsatz von Drohnen, Flugzeugen und Helikoptern außer Frage. Es ist unerlässlich, dass ihr verdeckt operiert und unnötige Feuergefechte vermeidet. Wenn ihr ein lohnenswertes Ziel entdeckt, steht euch Feuerunterstützung durch Langstreckenwaffen zur Verfügung. Durchführung. Euer Trupp landet Boston, Bison. Von dort aus könnt ihr euch innerhalb des Einsatzgebietes frei bewegen, begrenzt durch die roten Markierungen. Die Umgebung erkunden und nach möglichen Zielen suchen. Haltet Ausschau nach allem, was einen strategischen Mehrwert für den Feind darstellen könnte. Kontrollpunkte, Einsatzbasen, Truppenansammlung und so weiter. Wenn ihr die Aufklärungsarbeit abgeschlossen habt, begebt euch zum Sammelpunkt, der ist hier unten, und macht euch bereit, den Rest unserer Truppen nach der Landung zu unterstützen. Ja. Aufgaben, verdeckt bleiben, Ziel aufspüren, Sammelpunkt erreichen. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich habe mir ja einen Plan gemacht, wollte hier oben rumlaufen. Aber vielleicht gehe ich auch einfach hier unten lang. Das ist schon ein ganz schönes Stück zu laufen hier, ne? Naja, wir gucken, was auf uns zukommt. Da ist ein Haus und ein Auto. Ah ja. Das ist auf der Karte markiert. Nee, markiert ist er nicht. Warum ist der denn jetzt nicht markiert? Crossroad, this is Jackal 1. Eyes on enemy checkpoint plus wheeled IFV. Jetzt ist er markiert. Okay. Kontrollpunkt mit Schützenpanzer. So, das heißt darum, oder kommt ein Hubschrauber? Ja, den haben wir schon gesehen. Kann man da hochgehen? Würde ich sagen, sieht doch relativ clear aus. So, die Kacke hier. Das Problem ist nur, wenn uns jetzt hier irgendwo Gegner im Gebüsch sehen, hier laufen doch bestimmt auch welche durchs Gebüsch, dann sehen wir die wahrscheinlich nicht und dann knallt's direkt. Würde aber gern wissen, wo das andere Fireteam hinläuft. Er hat ja gesagt, das wird in zwei Fireteams aufgeteilt.
Da ist jemand. Die kommen hier hoch, oder? Jungs, wir müssen uns verpissen hier. Da ist dieser Stützpunkt. Ja, da kommen sie. Ja, kommt, wir laufen weiter hier hoch. Kommt hier hoch. Verstehe nicht, warum ich denen nichts sagen kann hier. Naja, vielleicht gehen wir jetzt erstmal hier oben auf den Berg, dann können wir ein bisschen spotten. So, wir müssten jetzt hier hochgelaufen sein. Hier war das Haus und sind wir hier hochgelaufen. Und das müsste der Gipfel sein hier. Und wir müssen jetzt von hier aus Richtung Osten laufen. Ich würde gerne auf den Berg hier. Das ist der Berg, da würde ich gerne drauf. Ach, guck mal da. Guck mal da. Crossroad, this is Jackal 1. Eyes on an enemy fob, grid 044181. Over. Jackal 1, Crossroad. Was hat er jetzt gemacht? Hey! Was ist das? Straßenlampe. Ach, guck mal da. Crossroad, this is Jackal 1. Eyes on an enemy fob, grid 043165. Over. Jackal 1, Crossroad. Would it be composition of enemy forces? Over. Die FOB haben wir aufgeklärt. Die FOB haben wir aufgeklärt. Was haben wir jetzt für eine Aufgabe bekommen? Ihr habt eine Feuerwehreinsatzbasis auf einem Hügel entdeckt. Ja, müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Laufen auch welche. Wo sind eigentlich die anderen jetzt hier hin? Da unten noch irgendwas? Ne. Mal gucken, ob wir hier ein paar Leute erkennen. Ich muss mal gerade kurz umstellen. Hier kann man nämlich, das müsste doch thermal sein, oder? Da sieht man alles. Ja doch, damit müsste man aber Spieler erkennen können. Menschen erkennen können. Da gehen wieder zwei. Richtung 138. Das ist der. Nein, das ist der Berg, da wo ich hin. Der Weg dahin.
Okay, das ist, führt daran vorbei. Also hier ist die FOB. Da ist die FOB. Und wir gehen jetzt einfach hier hinten her. Wir gehen jetzt weiter Richtung 120. Dann laufen wir genau auf die FOB zu. Dann gehen wir hier Richtung Osten erstmal. So, Männers, wir gehen weiter, wir gehen Richtung Osten. Alter, könntest du mal eine vernünftige Waffe rausholen? Rennt da jemand im Raketenwerfer rum? Alter, so sieht das aus, als wärst du drauf oder so. Als hättest du irgendwas geschnuppert. Du siehst auch den Kompass nicht mehr. Weil wir wollten Richtung Osten, ne? Ich glaube, das ist der Berg, wo ich rauf möchte, ja. Wir müssen irgendwie an dieser FOB vorbeikommen. Oder sollen wir hier unten rumlaufen? Er hat gesagt, entweder hier oben rum oder hier unten rum, haben die mir im Briefing gesagt. Fuck, da kommt der Hubschrauber. Er fliegt aber vorbei. Also wir sind jetzt hier oben, müsste irgendwo eine Ruine sein. Da. Okay, da sind wir doch ganz schön weit weg, ne? Aber wir müssen jetzt halt weiter, ne? Wir müssen hier den Berg hoch. Da will ich gern hoch. Erstmal da hoch. Wir gucken die ganze Zeit nach oben. Da war, glaube ich, die FOB hoch. Kommt ihr jetzt? Mal kurz einen Schluck trinken.
Heieiei. So, wir müssten jetzt hier hoch sein. 249, der Berg ist auf jeden Fall höher als die FOP. Auf Höhe 249. Auf Höhe 249. Da oben ist die FOP. Ach fuck, ey. Wo gehen die hin? Sind sie da, sind sie. Okay, wir warten, bis die weg sind. Alter, könnt ihr euch hinsetzen, hinlegen? Runter jetzt. Runter! Ah, danke. Ja, ich weiß. Ich hab's sie gesehen. Okay, die laufen da unten rum, dann können wir weiter. Ja! Da hoch, dann gehen wir langsam hier rüber. Ja, was denn jetzt? 200 Meter Front? Front ist nix. Wir gehen jetzt hier hoch. Ja, right, stimmt. Behaltet die einfach im Blick behalten. Genau, Eyes on Target und kommen. Immer weitergehen, schön weitergehen. Nicht stehen bleiben, nicht bummeln. So, die eine FOB, die haben wir ja schon aufgeklärt. So, sind wir jetzt oben oder was? Ja, so gut wie. Dann könnten wir uns nochmal so einen kleinen Umblick verschaffen, weil hier vorne ist auch noch was. Jawohl. So, die haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht, oder?
müssten wir zwei hier oben haben, oder? Ne, er hat immer noch eine. Dann gehört das zusammen. Was haben wir da hinten? Da ist auch noch was. Crossroad, this is Jacka 1. Located what looks like an abandoned FIA training camp. Grid 054179er. Over. Jacka 1, Crossroad. Investigate what the Greenback are doing in there. Out. Verlassenes Lager? Kein verlassenes Lager. So, wir sind jetzt, glaube ich, auf Höhe 227, ne? Ja. Wir müssten auf Höhe 227 sein. Und wir laufen jetzt erstmal da vorne an den Stein. Gibt's hier hinten noch irgendwas? Hier ist der Stein, hier wollte ich hin. So, das ist Lager. Von hier aus laufen wir jetzt Richtung Süden. Warte, wir müssten jetzt hier sein. Vor uns ist Wald. Ja, und wir müssten jetzt Richtung Süden und kommen dann oben auf den Berg. Passt. So, Süden ist immer noch drin.
Aber wenn uns jetzt hier was entgegenkommt, ey, dann bist du aufgeschmissen, dann musst du kämpfen, ne? Weiter Richtung Süden. Es müsste aber auch schon der Berg sein jetzt, ne? Wir sind aus dem Wald raus. Das Camp liegt im Osten. Das heißt, wir sind... Ja, wir sind hier. Da müssen wir Richtung... Ja, einfach einen Berg hochlaufen, ne? So, jetzt haben wir mal richtig Einsicht hier auf das Tal noch. So, jetzt klären wir erstmal ein bisschen auf. Das Blöde ist, ich kann nicht auf Numpad Minus drücken zum Rauszoomen. Weil da die Aufnahmetaste ist vom Aufnahmeprogramm. Wenn ich halt drauf drücke, das unterbricht halt einfach die Aufnahme. Deswegen muss ich erst einmal raus tappen oder hier aus dem Rangefinder rausgehen zum Zoom, zum Zurückzoomen. Einfach nur eine Lampe. Ja, es ist so hell da in dem Dorf. Da. Mich zu weit weg für Scheiße. In dem Ort steht auf jeden Fall noch ein Panzer. Das müsste jetzt von dem Berg aus hier sein. Wo ist das? Dings ist hier. Eigentlich können wir dann jetzt geradeaus hier runterlaufen. Gibt es denn hier unten noch irgendwo was zu finden? Nein, ne? Oder soll ich noch auf den Hügel laufen da? Laufen mal ein Stück bis hier vorne, dass ich mal hier runter gucken kann. Was ist das? Steine. Ah, okay, ich kann auch Maustaste gedrückt halten. So, wo werden wir denn abgeholt? Dann kann ich mir den Punkt mal markieren. Hier ist dieser, genau. Zwischen der Kapelle und der Stadt. Hier ist die Stadt. Und wo ist die Kapelle? Ist das die? Nee, das ist nicht die Kapelle. Das ist die Kapelle. Da müssen wir hoch. Okay. So, dann gucken wir uns nochmal das Gelände an. Wir sind jetzt hier.
Wir laufen noch auf 204, dann können wir vielleicht noch mal in die Fabrik reingucken. Müsste gehen 204, 72, 77, 54, 76, also wir müssten dann auf jeden Fall in die Fabrik gucken können. Und von da aus hätten wir vielleicht noch mal einen Blick in die Stadt. Das Doofe ist, wir können von hier aus die Straße nicht sehen, weil die hier genau von Osten nach Westen verläuft und wir von Norden aus drauf gucken. Das heißt, wir gehen jetzt noch auf diese Anhöhe da. Müssen aber ein bisschen aufpassen mit der Straße, dass da keine Fahrzeuge kommen. Ja, ich würde sagen, wir gehen noch auf den Punkt da. Das heißt, wir laufen jetzt erstmal wieder. Ja, wir laufen jetzt mal 140 Grad. Ja, komm. Ansonsten ist hier recht wenig militärische Einrichtung, ne? Ich hätte jetzt gedacht, wäre mehr. Genau, jetzt latschen wir erstmal hier runter. Bisschen Schiss, dass die hier irgendwelche Gegner im Wald haben. Kommt schon wieder ein Hubschrauber. Fliegt aber da hinten rum. Den habe ich schon gesehen. Target on eye. Our eye on target. I'm ready to fire. Nein. Wir müssen echt ein bisschen aufpassen. Aber wie viel Uhr haben wir überhaupt? Ja, 10 Uhr abends. Steht hier ein Datum bei? August, 8. August. Warum ist es denn schon so dunkel dann um 9 Uhr? Ja, ist zu dunkel, so siehst du halt wirklich nichts. Jetzt müsste die Straße kommen, ne? Ja, hier kommt die Straße. Oh, jetzt aber schnell rüber. So.
So, und dann mal schnell hier zwischen die Steine. Von da sind wir gerade runtergekommen. Das ist noch so eine andere Anhöhe, die müsste vorne sein, ne? Ja. Nee. Doch, das ist die Anhöhe und wir sind hier auf dem Weg zu 204. Es klappt immer noch. Männers, wo seid ihr? So, da ist die Stadt und da ist die Fabrik. So, da wollte ich reingucken. Ich hätte schwören können, dass da noch was ist. Da ist doch was. Oh. Crossroad, Jackal 1. Eyes on an enemy tank platoon. Grid 059er 161. Over. Jackal 1 Crossroad. Understood. Panzerzug. Jackal 1 Crossroad, new priority target. Destroy the enemy tank platoon. Break. A combat boat with laser guided munitions, callsign Hammer 3. Hey, warte mal. Copy that, Crossroad. We're ready to laser targets. Out. Oh, wir müssen die Ziele zu. Hey, Laser ist an. Hammer 3, Jackal 1. Target is laid. Over. Jackal 1, Hammer 3. Laser locked, missile inbound. Over. Ah ja. Nein, 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 nein! Mann, warum stehst du jetzt vor mir? Wo ist er? Alter! Mann, seid ihr behindert? Super. Dieser scheiß Panzer hingefahren. Ach, die fahren weg. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Na, könnt ihr euch mal aufhören, vor mich zu stellen, ey. So, wir müssen jetzt da hoch. Das heißt, wir gehen jetzt hier runter. Crossroad, Jackal 1. The enemy tanks are falling back. At least one catastrophic kill. Over. Jackal
Aufgabe abgebrochen. Panzer sind weg. Ja, lassen wir die auf jeden Fall mal fahren. So, da hoch, oder? Da hoch müssen wir. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo was haben. Nein. Können wir dann in die Stadt reingucken jetzt? Ja, jetzt können wir ein bisschen da reingucken. Ich kann halt immer noch nicht oben auf die Straße. Da ist wieder einer. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen laufen. Dann laufen wir noch kurz hier runter. Vielleicht können wir dann von dem Punkt aus da oben noch ein paar Ziele in der... Das ist eigentlich da oben, habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Da ist aber auch nichts. Was hat er gesoffen oder was? Ich muss nochmal einen Schluck trinken. Ja. Ah, viel trinken ist wichtig. Vor allen Dingen Wasser. Hey, auf was für ein Gebäude laufen? Ach so, hier. Wir müssen jetzt Richtung Süden. Wir haben es fast geschafft. Kann ich hier speichern? Ja, wir können hier speichern. Falls jetzt irgendwas falsch schief läuft, können wir das mal laden da. Aber ich denke mal, dass jetzt nur noch irgendwas da oben in der Stadt los ist, weil wir haben hier eigentlich so gut wie alles aufgeklärt. Das heißt, wir laufen jetzt eigentlich nur noch hier hoch in die Stadt. Oder wir laufen hier rum. Wir sind jetzt, glaube ich, warte mal. Wir sind hier von der Höhe aus runtergelaufen. Hier sind wir gerade. Vielleicht laufen wir auch einfach in die Richtung, mal kurz auf den Berg da oben. Da könnten wir vielleicht noch mal in die Stadt reingucken da. Und vielleicht noch mal in die Richtung gucken da, also quasi Richtung Nordosten.
gerade hier umdisponiere. Das Ding hängt hier dran. Machen wir das. So. Weiter geht's. So, jetzt kommt die Straße. Alter, die Mission zieht sich aber hier. Ich weiß nicht, ob ich von da aus da reingucken kann. Ich muss da auf den Berg. Ja, du siehst ja halt so gar nichts, ne? Ey! Wir müssen da vorne auf den Berg. Sind wir auf der Höhe von der Kapelle? Excavation oder ist da oben? Ja, wir müssen da hoch. Ich würde wenigstens noch gerne so einen kleinen Blick in die Stadt reinwerfen, um zu gucken, da stand eben ein Fahrzeug. Ob das ein. Ey, ob das Panzer sind oder was das ist. Ja. Hier haben wir doch einen Blick. Crossroad, this is Jackal 1. Eyes on an enemy QRF, IFV, plus heavily armed dismounts. Grid 048161. Over. Jackal 1, Crossroad. Noted. Stay safe out. Noch Zivilisten. QRF abgeschlossen. So. QRF abgeschlossen heißt... Sammelpunkt. Auf zum Sammelpunkt. Sammelpunkt ist jetzt einfach Richtung Norden, Richtung Süden. Kommt jetzt, Mann! Foot mobile, 200 Meter, right!
Kann man die Panzer noch sehen? Ja, ich glaube, die haben sich verpisst. Ja, das waren aber auch reichlich Panzer da. Wie hätte ich die denn alle tracken sollen oder lasern sollen? Naja, das ist hier oben, doch, das ist hier oben. Da. Das ist doch auf dem Berg. Ne, da ist die Radionstelle. Ja. Doch hier hinten. Quasi diese Straße hier, wo wir jetzt sind, einfach folgen. Der einfach folgen hier. Da vorne. Vor allen Dingen, wir holen uns jetzt raus im Hubschrauber. Warte mal, hier macht die Straße jetzt einen Bogen. Da müssen wir hin. Ist der Extraktionspunkt dann klar? Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, wir werden jetzt alles und nichts vergessen. Na ja, und werden. Wir haben noch ein anderes Feuerteam. Mission abgeschlossen! Das war der erste Teil unserer Mission.